So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Domme dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Esper Blade gegen Mono Black Aggro. Spannend. Ja. Finde ich auch. Esper Blade kommt ja so ein bisschen wieder. Du hast es in letzter Zeit ja ein paar Mal gespielt. Ja, ist so ein kleiner Sleeper irgendwie. Sieht man öfters jetzt mal. Wasteland. Wasteland Go. Petal, Petal. Grief. Oh, Pitch Shealdred. Man war hier sehr nah an der Shealdred eigentlich dran. Finde ich gerade auch. Pitcht man. Esper Blade ist an sich eine coole Sache. Das Problem ist halt, wenn viel Removal rumfällt. Ja. Ja, wobei, du spielst ja mit True Names. True Name, die werden hier wahrscheinlich nicht drin. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da sind Merktides drin. Aber ja, da schon mal Island. Revenge. Ja. Island, Cycling. Ein Land, sie zu suchen. Oh, man hätte auch Brainstorm können, in den Baumaster laufen können. Force of Will. Da ist diese lustige Ausrüstung, die eine Karte exilt und die ausgerüstete Kreatur zu einer Kopie von einer exilten Karte macht. Dafug. Das ist ganz gut. Ja, dann hat man da noch, wie angekündigt, Murktide, Swords, Beastgull, Force. Ja, dann nimmt man es Force, ne? Ja, also Force raus und dann halt jetzt die Baumaster. Also es ist halt, ja, der geht in den Friedhof. Und die ist nächster. Jetzt war gerade totale Verwirrung. Da war gerade totale Verwirrung. Ja, Grief, solange er noch da ist. Joa. Mal gucken. Wird spannend, ob der geht. Ja, wann ist das denn? 24, 26? 24, am Montag. Morgen. Montag. Wenn ihr es guckt, morgen. Ui, spannend. Da bin ich auch mal gespannt. Zweimal. Oh, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Shelly. Ja. Das Wort kannte man doch. Ja. Exile. Ha. Ja, das mit dem Exile und Friedhof, das hat man hier nicht so ganz drauf. Nee, irgendwie nicht. Aber es kommt. Okay, gut. Jetzt wird halt der Brainstorm gezockt. Das macht die Hand jetzt gut mit den ganzen Ausrüstungen. Also da weiß ich nicht. Der Bowmaster auf der Hand hätte schon lange rausgeworfen werden müssen. Ja, eigentlich schon. Vor allem, ja, wobei, mit dem Sword auf der Hand... Der hätte ein Sword gefressen, dann wäre jetzt die Shelly gekommen. Stimmt, ja. Der hätte ein Sword gefressen, dann wäre... Das ist halt einfach der Punkt. Das ist halt dieses klassische, ich warte mit dem Bowmaster für einen Gotcha-Moment, statt ihn rauszulegen irgendwie den Gegner halt von Cantrips abzuschneiden, bis er ein Removal findet. Der ist halt trotzdem meistens noch ein 2-2-1 Straight, weil er den Token mitbringt. Ja, genau. Ja, meistens sogar mehr. Fetchland. Fetchland, go. Da hat man, glaube ich, sogar schon wieder ein Sword. Naja, Sword ist schon wieder drin. Deswegen, also Baumaster hier zu preserven, ist auch einfach nicht gut. Weil der Gegner wird trotzdem drumherum spielen können, indem er die Kreatur dann removed, bevor er irgendwie den Effekt von Brainstorm oder so dir ins Gesicht wirft. Deswegen, also es ist nicht so safe, wie man das am Anfang dachte mit dem Baumaster. Nee, überhaupt nicht. Und dementsprechend halt, ja. Ich spiele ihn aber auch ganz viele Leute ganz, ganz wild. Da ist ein Teferi. Teferi. Ich wollte gerade sagen, da würde ich eher Murktide schmeißen. 3, 4. Okay. Man lässt das Sword drin. Ja, anscheinend. Okay, die Listen spielen meistens auch noch Snappy, von daher macht das sogar Sinn. Ja, genau, das ist auf jeden Fall richtig. Dazu kommt ja auch noch, dass... Ui. Da man ja auch... wie heißt es lustig genannt? Mystic Sanctuary. Mystic Sanctuary. Ja, aber meistens spielst du mittlerweile einfach nur ein Surveillant. Ja, das kommt auch dazu. Ich glaube, das ist hier im Mono Black auch drin. Das Surveillant? Ja, kannst du ja einfach reinpitchen oder so. Ja, so als One-Off. Ey. Ich meine, als One-Off habe ich es jetzt in Burn gesehen. Ja, die haben ja auch so was wie Fiery Islet oder so als One-Off. Ja, nee, das ist halt auch da ziemlich gut, weil einfach dann End of Turn, weiß nicht, was du tun kannst, kannst drauf fetchen und du kannst trotzdem so Fire Blast pitchen. Stimmt, ja, ist ein Mountain. Ja. Kannst immer noch opfern. Na, wenn du das Richtige auswählst.
Ja, okay, man soll da halt schon Mountain X nehmen. Ja. Schwarz-Rot ist ganz gut, weil man damit auch Surgical and Sword spielen kann. Stimmt. Surgical hier, Schwarz-Blau ist, glaube ich, hier in dem Deck ist es, glaube ich, irrelevant. Höchstens irgendeine krude Sideboard-Tag? Ja, das kann sein, aber ich finde es weird. Ich glaube nicht. Hier ist einfach, glaube ich, nur fürs Feld. Du brauchst auch kein Domain oder so. Okay, man behält die Karte und sagt trotzdem Go. Noch ein Bowmaster? Weiß nicht. Also die Karte zu behalten und dann Go zu sagen, klingt halt einfach falsch. Ja. Ist irgendwie schräg. Da kommt ein Teffe. Genau, Teferi, die Gegner dürfen in deinem Zug nichts mehr spielen. Und da wird einfach okay gesagt. Also war es kein Bowmaster. Ich weiß es auch nicht. Exile ist immer noch Exile. Exile. Ja, Exile ist heute nicht unser Freund. Dann Beat. Ist die Frage, ob es relevant wird? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Oh, es wird nachgeholt. Sehr gut. Brav. Siehst du, da klingeln die Ohren. Ja. Ja, das ist halt so krass, was halt hier einfach dieses Esper Blade halt auch noch drauf hat, indem es halt keinen Blade spielt, sondern halt wirklich so eine UW-Control-Spiel einfach spielt. Und mit solchen Decks hämmerst du ja auf sowas wie Scam. Weil Scam ist genau der Punkt, du willst ja aus dem Early Value ziehen, bessere Top-Decks haben. Mm. Und eine Stoneforge ist halt das beste Top-Deck der Welt. Ja. Und ich glaube halt tatsächlich, dass das einen ganz, ganz starken Einfluss auf die Meta haben wird, wenn mehr Leute dieses Blade spielen. Das schöne Artwork. Das ist ein singulärer Artwork, oder? Rebecca Guay? Ich glaube auch. Ja, Stoneforge bietet sich da halt wirklich an, weil du kriegst direkt Power. Du musst halt überlegen, was du ziehst. Als Naja, alle drei Ausrüstung auf der Hand, glaube ich. Ja, okay. Und bei den 5 Mana musst du eigentlich auch nicht mehr viel überlegen. Die Sache ist halt zum Beispiel jetzt, wenn jetzt nur die Kaldra auf der Hand hättest, wäre kacke. Ja, genau. Oh, opfer mal bitte eine Non. Hat man einen Bowmaster? Nee. Hat man einen Bowmaster? Und Ponder. Jo. Instant Ponder nehme ich auch. Ja, Instant Ponder, weil Teferi Plus gemacht hat und man jetzt Sorceries als Instant spielen darf. Hübsches Singulär. Hübsches Singulär. Oh, die Ponder haben schon was. Dann Fetch. Da sind auf jeden Fall Bowmasters drin. Ich habe gerade einen gesehen. Ja. Da sind auf jeden Fall Bowmaster drin, deswegen dachte ich gerade schon, komm, ja. Snappy. Snappy. Ja, okay, der wird halt einfach weggeopfert. Ja. Oh, ist das widerlich. Nee, voll gut. Ja, also für Mono Black Aggro ist das widerlich. Ja, ja, aber sonst voll gut. Also es ist ein sehr, sehr spannender Move in dem Moment einfach. Und naja, Mono Black Aggro hat jetzt halt noch einen Turn und Esper muss halt jetzt einen Turn irgendwie überbrücken. Ja. Uff. Das könnte wehtun. Naja, könnte. Er hat, glaube ich, keine 6. Er hat keine 6 Instant oder Sorceries. 2 nur. 2 nur. Jo. Ich meine, wenn du sonst mit dem Mana nichts machst, kannst 3. Du jetzt auch einfach Mana für bezahlen. Jo. Für 9 geht er halt auf 3, das ist halt schon übel. Das ist übel und du musst 2 Merktals in einer Runde wegkriegen, das ist eigentlich unmachbar. Mm. Und das sind halt 2 Ausrüstungen auf der Hand. Mm. Also da hätte ich wahrscheinlich Mana für bezahlt, statt Karte noch wieder auf 6 heilen. Aber gut, war halt nicht so auf der Hand. Ja. Sideboard. Sideboard ist spannend. Mono Black Aggro, mehr Removal, was die Merktals und so weiter wegkriegt. Ja. Weil sowas wie Push kannst du shapen. Esper Blade. Boah. Ich kann es nicht sagen. Überleg du mal, in der Zeit mache ich Werbung. Vielen, vielen Dank an meine Patrons, an meine YouTube-Memberships mittlerweile, mehrfach. Und an alle Leute, Talia Tier, Talia Plus, Support Level und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr mich auch supporten wollt, könnt ihr es überlegen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen monatlich. Und ja, überlegt es euch. Und wir gucken mal weiter. Mhm. Ich glaube, Esper Blade hat halt
gar nicht so viel mit drin, außer so ein bisschen mehr vielleicht noch Removal. Jo. Aber hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, hier, Unlicensed Hearse. Hearse? Ein bisschen den Grave einzufangen. Ja. Das ist eine Leyline. Boah, gegen die Murktides gut. Gegen die Snappies gut. Ja. Aber, boah, ich weiß nicht. Das ist halt das Gute an Esper Blade. Du kannst halt dann einfach hergehen und kannst sagen, okay, ich gehe über den Plan mit den Ausrüstungen. Ne? Ja, genau, deswegen. Boah, ja, weiß nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Finde ich spannend, die Entscheidung. Ah, gut. Wie gesagt, Esper Blade wird wahrscheinlich nur ein bisschen was gemacht haben, gar nicht so viel an Sideboarding. Und was wird hier jetzt angefragt? Vielleicht einfach nur gequatscht. Ja, wahrscheinlich nur gequatscht. Dann gibt es einen Troll-Cycling. Der Troll-Cycling für einen Sumpf. Klassischer Start. Kann man auch einen Gegnerzug machen. Ja, wäre auch eine Idee. Und ja, ist gerade, wenn man Fatty Push oder sowas hat. Ich meine, in der ersten Runde passiert bei Astro Blade halt nichts, aber man weiß nicht, was für nasty Sachen die aus dem Sideboard holen. Das stimmt. Aus dem Sideboard kann da viel kommen. Esper hat mittlerweile relativ viele Tools. Grief ist schon mal sweet. Grief und dann Griefen und dann Reanimate auf Troll. Das klingt halt an einer Strategie. Okay. Go, Swords. Ja. Obviously. Also da hätte ich auf jeden Fall vorher gegrieft. Jo. Der Grief, bevor ich irgendwie da reinrenne, das ist ja... Und jetzt kommt eine... Unlicensed Hearse. Und jetzt... wird es schon etwas schwieriger, den Kram wegzubekommen. Das ist nicht schwierig, das ist fast schon möglich. Das ist schon super ätzend. Du kriegst das Hearse nur, wenn es equipped wird, glaube ich, weg. Wenn es gecrewt wird. Ja. Ja. Wenn du Eier hast, hast du Null Rod reingebordet. Ja, es macht sogar Sinn. Weil wenn so eine Better Skull im Late Game gewinnt, halt einfach das Spiel. Better Skull im Late Game und wenn die Code gespielt wird, auch. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also, wenn du den Platz gefunden hast und einen Null Rod hast... Ja, es ist nicht schlecht, das ist richtig. Viele Abers. Ja, das ist ein bisschen spannend. Aber ja, es ist eine wilde Entscheidung gewesen. Ich glaube, ich hätte hier wirklich vorher gegrieft. Ja, allein schon, um das Sword wegzukriegen, womit man eigentlich safe mitrechnen muss. Ich kann jetzt wahrscheinlich Hardcast griefen. Oder eine She-Hold-Red. Grief. Ja, man muss mit Grief starten. Ja, und da ist ein Länder, Bowmaster und da ist die Cryptic Code. Ja, Cryptic Code weg. Ja, der Bowmaster interessiert dich nicht, die Bohne. Naja, er kann dein Bowmaster abschießen. Ja. Das ist das einzige Problem, was er hat. Es ist ein Removal für den Bowmaster. Aber ansonsten juckt dich das nicht. Der Code muss weg. Für alle, die Murders at Carl of Manor verpasst haben, mit dem Code hat man eine unblockbare Kreatur und man kriegt immer die oberste Karte des Decks als 2-2er mit Ding. Was? Was? Okay, das habe ich nicht verstanden. Der Code ist so viel mächtiger wie der Bowmaster. Jupp. Also der Code kann halt wieder auf die Hand genommen werden und dann eine neue Karte. Wieder einen, wie heißen die nochmal? Mysterious? Mysterious Creature. Ja, mit Ward 2? Genau. Erschaffen und wenn dir und der Code selber gibt halt noch plus 1 plus 0 und blockbar. Ich glaube, die haben nur Ward 1. Irgendwer in den Kommentaren wird sozusagen. Ja, irgendwas mit Ward und die Code gibt halt unblockbar, weswegen der jetzt die oberste Karte quasi manifestiert. Ja. Und jetzt andauernd eine Kreatur hat. Unendlich viele Kreaturen praktisch. Ja, wenn du 5 Mana hast, machst du das jede Runde. Juhu. Das ist halt einfach unschlagbar für den Mono Black Aggro Spieler. Ja, der hat jetzt, also jetzt ist halt wirklich Problem. Wird noch angegriffen?
Muss er. Hat ja keine zwei Kreaturen aktuell. Den Schaden kann er nicht liegen lassen. Das ist richtig. 16 beide. Spannend. Interesting. Aber ich weiß halt nicht, wie man sich da zu einem Baumaster irgendwie entscheiden kann. Ich meine, ja, man, wie gesagt, man hat wahrscheinlich einen eigenen. Den hat man nicht. Mhm. Okay. Okay, dann muss man halt die ganze Zeit die... Das ist keine Creature. Das, ja. Das ist ein Pflastersturm. Ein Pflastersturm, der dich fast 3 Leben gekostet hätte. Ich find's nice, dass man mit Creature Removal jetzt Pflasterstorm zerstört hat. Ich find das witzig, mit dem Code habe ich bis jetzt fast nur Länder manifestiert. Ist halt eine Karte, ne? Mm. Boah. Statistisch gesehen, jede dritte Karte ist ein Land. Mm. Ungefähr. Sag das mal meiner Statistik. Da kommt ein Bowmaster. Ja, Bowmaster. Da hat man 2 Leben für bezahlt, ist im Ernst. Uff. Ja, uff. Unangenehm, aber kann man zumindest mit zuhauen. Ja, und macht die Cantrips ein bisschen madiger. Jo. Aber wie gesagt, das Kauf wird halt jetzt echt ein... Das kann man nur wie Sorcery aktivieren, richtig? Mit dem auf die Hand nehmen. Ich meine nicht... Guck mal in die Regie. Das ist ja broken. Das ist ja einfach nur broken. Die hat halt keinen Flash. Das wäre halt... Ja, dann wäre die aber noch brokener. Mit Stoneforge Mystic hat sie Flash. Jo. Da gibt man Hauen für 5. Oh. 2 Mana. Ist kein Sorcery Speed, das auf die Hand nehmen. Bowmaster. Bowmaster schießt den Bowmaster. Die Kreaturen haben echt Ward 2. Krass. Ja. Krass. Heißt, Removal wird richtig teuer. Das nicht nur, solange sie Equipment, sondern generell haben sie von Haus aus Ward 2. Mm, die werden durch die Equipment nur unblockbar und plus 1 plus 0. Heißt, du hast mit der Code 3-2er unblockbar da liegen. Oh, da passiert eine Menge Zeug. Ist die Hearth gecrewt? Ja. Durch Baumaster halt. Stimmt, ja, der macht einfach die 2 Stärke. Dann gefetcht, wahrscheinlich auch ein Surveil. Ui. Oh. Da könnte sogar was passieren. Das ist eine gute Karte. Das ist eine gute Karte. Jetzt ist die Frage, hat man noch irgendeinen... Also du hast halt jetzt den Spot, die Hearth wegzukriegen. Ja, aber wenn man schon abgegeben hat... Ich glaube, wir sind schon in der Endstep. Der kann ja nicht, ist ja gerade am Fetchen. Ja? Ist ja gerade am Fetchen. Ja, in der Endstep. End of your turn, Fetch für Surveil. Ach so, End of turn vom Mono Black. Mm. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, da gibt man auf Surveil leider und macht dann weiter. Das, da muss man nicht 1000 Kilometer durchgucken. Aber ich glaube, hiermit angeschaut, wie das Deck funktioniert und wie man das so macht. Bei Blade-Decks, also das sogenannte Esper Blade oder auch die anderen Blade-Decks, hat man lange nicht gesehen. Ja. Lange nicht. Und ich finde es sehr spannend, dass sie jetzt auf einmal wieder in der Meta sind und da auch wieder stark genug sind. Du überlegst, früher haben die Beskull, Lirte und Sophie gespielt. Ja. Davon ist nur noch Beskull übrig. Das ist richtig. Also Sword of Fire and Ice ist halt einfach eine gute Karte, aber einfach nicht mehr stark genug. Und Jitte ähnliches Prinzip. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Jitte günstiger ist wie Schuko. Stimmt, Schuko ist ja so hoch so ja. Gespiked, ja. Ja, ja. Das sehen wir, glaube ich, nächste oder übernächste Woche sehen wir den Nadu. Oh Gott. Ja, natürlich, großartiges Gameplay. Was ein dummes Vieh, ey. Nein, ganz großartig. Das wird richtig großartig. Ansichtssache. So, man hat aktuell kein fünftes Land zum Bouncen und wieder drauf tun. Man hat eine Uzi rausgenommen.
Ja, dann war wahrscheinlich kein Surveillant drin. Oder man hat es nicht gesehen. Doch, Surveillant war auf jeden Fall drin. Dann hat man es einfach nicht gesehen. Oder man hat sich nicht dafür entschieden, weil man jetzt mehr war. Das ist natürlich auch ein Plan, aber was willst du mit mehr als 6 Mana? Vielleicht wollte man auch einfach mal einen Uzi besitzen. Ja, man besitzt es ja nicht. Man darf es aber ausspielen, man darf es anfassen. Mein Schatz. Ja, genau. End of Turn, hier wird der gebounced und jetzt beginnt halt dieses elendige Grindfest von Ding. Ui. Und 3 Leben. Was war das denn jetzt? Klingt du das? Ach so. Das ist ein Brainstorm. Ich glaube, den will man hier aber nicht großartig spielen. Man will jetzt einfach in die Anlass Thirst gehen. Nicht Anlass Thirst, in die Code. Ja, macht am meisten Sinn. Man könnte halt auch brainstormen, könnte eine Karte oben drauf machen, die man dann... Ja, würde ich eher sagen. Man hat, glaube ich, schon durch 2 Baumeister durchgehauen. Es müssten schon 2 Baumeister raus sein. Jetzt kann man sich halt entscheiden, was man coden will. Ja. Weil die Karten kann man ja auch aufdecken, für ihre Mana-Kosten. Ja, wenn es eine Kreatur ist. Das heißt, wenn man jetzt das Downforge darunter legt, kann man die aufdecken und sie verliert ja nicht ihre Identität. Wodurch sie dann auch Eile bekommen würde, wenn man sie nächste Runde aufflippen würde. Stimmt, die war ja als Karte schon im Board. Richtig. Hast du dann noch den ETB? Nee. Ah. Aber da ja die Kaldra auf der Hand ist. Ah, Next Level Gameplay. Kein Beat für 4. Das ist aber sad. Ich wäre einfach in den Beat für 4 gegangen. Jo. Da kann nicht viel, kann nicht viel passieren, würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Aber Baumaster hätte man schon gespielt. Ja. Das ist nur eine Karte auf der Hand, ne? Ja, ja. Ja, okay, dann ist das eigentlich safe. Ich würde hier die Hearth aktivieren und zuhauen. Aber wir waren schon in einem Spiel von Mono Black. Oh, okay, spannend. Saurons Ramsay. Sehr gute Karte. Sehr lustige Karte. Ich bin gespannt, wie... Oh, die ist knifflig. Und man kriegt einen Ringbearer. Hat er mal nicht seinen Ehering dabei? Kann er nicht seinen Ehering da drauflegen? Stimmt. Sollte er. Ja, tut er. Der smarte Move. Ein Ring, sie zu knechten. Ja. Nimm doch den richtigen Ring. Ja. Was nimmst du denn dann? Muss ja eine Kreatur sein. Als Kreatur würde ich die Unblockbare nehmen. Ja, eigentlich schon, ne? Okay, 2 Länder oder die verdeckte Karte? 2 verdeckte Karten sind ja 4 Karten. Ah ja. Das war jetzt eigentlich dumm, weil die Länder nimmt er nicht. Die verdeckten Karten nehmen. Wobei, Länder sind halt nice mit der Code, da kann das halt jede Runde machen, aber die verdeckten Karten sind auch besser. Ja, da war ein Landdeutsch. Irgendeine Old-Border-Karte, glaube ich. Tiveri. Teffe? Ja, dann hätte ich alle 3 Länder in einen peilen und die der andere hat den Karte Baumaster. Ja klar, dann kann der Baumaster durchrennen, wie er will. Ja, der kann halt nicht geblockt werden, das ist richtig. Ja, und die Code auch nicht, von daher hat er jetzt maximiert an Schadenpotenzial. Auch nicht so schlecht. Da kommt sogar noch ein Land. Warum hat man jetzt noch das Mana getappt? War das ein Upkeep? Oh, possible. Weirde Decision, das ein Upkeep zu machen. Ja, die können eigentlich geblockt werden, weil der erste Ringbearer Ring sagt, Kreatur mit Stärke größer als diese Kreatur kann hier angreifen. Nicht blocken. Ich glaube, man hat vergessen, wenn Uzi hier spielen kann als Land einfach. Ja, stimmt. Ich meine nicht, dass man in einem Mono Black Aggro 7 Mana braucht, aber. Combination? Genau. Kostet aber auch nur 6, glaube ich. Black Sun Zenith? Black Sun Zenith, ja, genau. Oh, nice Karte. Oh, der mischt sich ja wieder rein. Ja. Ich habe dumme Ideen.
Und dann wurde zurück auf die Hand genommen. Ja, wurde zurück auf die Hand genommen. Das heißt, jetzt fängt das tolle Spiel an. Da kommt Containment Priest. Ist zwar spät, aber nicht schlecht. Ja, ist echt nicht bad. Jetzt wieder einen Taffe. Jo, bounce den Oppo. Draw a card, dann gibt man Fetchen. Dann könnte man den Dings wieder ausspielen. Nee, kann man nicht. Den Dings wieder ausspielen? Ja, Teferi. So, nee, das geht. Sorcery Speed ist der. Ja. Speed der Wahl. Aber gut, auf der anderen Seite, ich muss halt sagen, so langsam shiftet das halt von Mono Black Aggro weg. Ja. Okay, der Stalker kann vielleicht noch was reißen. Ach du Scheiße. Mehr Codes. Mehr Codes. Boah, das haut jetzt halt wieder rein, oder? Ja. Das tut wir. Naja, das sind erstmal die zwei, das ist der 2-2er. Also für das Blocken geredet. Genau, weil viele Leute vergessen, dass wenn man die Code von der Kreatur abrüstet, man die Kreatur blocken kann. Die ist nicht mehr unblockbar, ja. Genau, nur der Code macht sie unblockbar. Hat zwar noch Ward, aber... Oh, da ist ein Baumaster auf der Hand, die man verzockelt hat. Ja, okay, der kommt halt jetzt nicht mehr surprise-mäßig. Ne? Aber da wird auch noch an das Dings erinnert. Ja. Aus Nettigkeit. Wenn man es so nennen kann. Und sich Leben abgezogen? Ja, wundersich. Ja. Glaube. Da der Würfel da oben so raus diffundiert ist. Ja, okay, das Wasteland ist halt auch nicht mehr so relevant. Außer halt, dass es den Stalker pusht. Ja. Dark Grid. Aha. Oppo. Aha. Aha. Und jetzt? Weiß ich nicht. Der Stalker ist übrigens schon im Friedhof. Der hat gerade eben den Angreifer geblockt. Ja. Uff. Boah. Hat wieder halt jetzt... Für Oppo war halt irgendwie so... Ja, weil man es hat, ne? Ja, aber... Wenn man halt irgendwie Karten bluffen kann, sollte man sie auf der Hand behalten. Immer. Jo. Und 5 offene Mana mit einem Teferi bluffen halt weniger wie Removal Spells in der Hand, die der Gegner nicht sieht. Ja. Deswegen, also. Das schon wird irgendwie krass. Noch hin und her diskutiert. Boah, da sehe ich aber kein Land mehr für Mono Black Aggro. Nee, schwierig. Wie gesagt, die Code ist halt einfach strong. Ja. Die Code macht halt so viel kaputt. Das stimmt allerdings. Wir haben einfach zu viel Ward-Cat. Und Ward ist einfach so eine Fähigkeit, die einfach überall draufsteht. Ach, jetzt... ja, die ist so. Ist genauso wie Menace. Ne? Die ist genauso. Ja. Menace ist überall drauf. Karten, die man nicht erwarten würde. Genauso inflationär benutzt. Das ist richtig. So, wollt ihr jetzt noch weitermachen, oder? Ah, oder auch nicht. Haben wir die gerade getappt? Zum. Achso, zum Kroon. Okay. Makes sense. Dann stirbt jetzt halt der Baumaster und dann das Damage. Aber das ist halt unrelevant, muss man leider sagen. Das ist. Wird der Baumaster nicht sogar Legendary? Nee, er verliert Legendary. Okay. Wenn er mal Legendary war, dann wird noch getappt. Für eine noch größere Kreatur. Ja. Das kannst du halt mit dem. Ja, Swords den Dude. Da kommt Helm Priest erstmal. Ja, du kannst das einfach den Dude. Ne, kannst nicht. Doch, kannst einfach den Dude Sword. Jo, cruist mit dem Contempt Priest. Mit dem Contempt Priest, gehst dann in 6, 8, 11 Damage, egal wie er blockt. Okay, wird nicht geswardet. Das wäre genau 11 Damage. Das wäre genau Liefel, soweit ich. Und jetzt noch schnell bevor Blocks. Ja.
Okay. Dann ist es genau Liefel. Dann 2-0 für Esperblade. Starkes, starkes, starkes Show-off von Esperblade gegen Mono Black Aggro hier. Lief nicht so gut, jo, wie man denkt. Nee, nicht wirklich. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.